Wenn wir mal einen realistischen Blick darauf werfen, dann sind die klassischen Prüfungsszenarien genau so. Das berühmte Bulimie-Lernen, das heißt, ich versuche mir vor der Prüfung alles reinzuprügeln, was dort abgefragt ist. Ich habe vielleicht günstigstenfalls Fragenkataloge aus den Vorjahren. Es geht überhaupt nichts ums Verstehen. Moin, liebe Studis und Studieninteressierte. Ich bin Luca von Pointer und heute geht es bei uns um das Thema digitale Prüfungen. Denn aufgrund der Corona-Situation musste nicht nur der Lehrbereich in den digitalen Raum transferiert werden, sondern natürlich auch der gesamte Prüfungsbereich. Inwiefern das konkrete Auswirkungen auf euch als Studierende hat, ob gerade eine Präsenzuni das in so kurzer Zeit erfolgreich umstellen kann und wie so eine Online-Prüfung eigentlich konkret aussieht, verrät mir mein heutiger Gesprächspartner, Professor Dr. Hoffmeister. Er ist als Konrektor für den Bereich Lehre und Studium an der Universität in Bremen zuständig. Viel Spaß bei dem Beitrag. Herr Professor Dr. Hoffmeister, aufgrund der Corona-Pandemie musste nicht nur die gesamte Lehre in den digitalen Raum verlegt werden, sondern auch der Prüfungsbetrieb. Ist das für eine Präsenzhochschule in so kurzfristiger Zeit überhaupt stemmbar? Mit Schwierigkeiten, ja. Die Frage ist natürlich, wie früh man damit anfängt. Also es haben einige Kollegen schon früh im Wintersemester damit begonnen, ihre Prüfungsszenarien völlig umzuarbeiten, zum Beispiel Portfolioprüfungen zu machen, die sozusagen während des Semesters sich addieren. Andere haben darauf gehofft, dass sie halt ganz normal Präsenzklausuren machen können. Das hat sich dann zerschlagen, deswegen ging das bei uns jetzt relativ hoppla hopp. Aber ja, das geht. Wir haben also den Großteil der Prüfungen umgestellt. Und sagen wir, wenn wir jetzt von einer 100%ig korrekten Ausführung ausgehen, was datenschutzrechtliche Themen, prüfungsrechtliche Themen oder auch die technische Umsetzung angeht, ist das machbar gewesen? Wir haben das datenschutzrechtlich prüfen lassen, was wir da machen. Und wir bewegen uns, wir müssen ein paar Kompromisse eingehen. Also zum Beispiel, was die Identitätsprüfung von unseren Studierenden anbelangt, ist uns klar, dass wir nicht den Personalausweis nehmen dürfen. Und deswegen nehmen wir zum Beispiel eben unseren Semesterausweis, mit dem die Studierenden im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein können. Da ist ein Foto eingeklebt. Das Foto kann ich natürlich theoretisch austauschen. Aber die Grundannahme sollte doch erstmal sein, dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, Lernerfolge zu ermöglichen und dass wir da sozusagen miteinander kooperieren und nicht als feindliche Mannschaften in den Gräben versinken. Gibt es einen genauen Leitfaden, wie entschieden wird, welche vorherige schriftliche Klausur in welches Online-Format übersetzt wird? Es ist also so, dass wir gesagt haben, wir wollen den Großteil der Prüfungen auf Online-Prüfungen umstellen. Das Ziel war mindestens 80%, haben wir auch, glaube ich, überschritten. Und die Ausnahmegenehmigung muss man sozusagen beim Prüfungsausschuss beantragen, wenn man noch eine Präsenzprüfung haben will. Wir haben auch ein paar Präsenzprüfungen, die unter strikten Hygienemaßnahmen stattfinden. Aber die meisten sind halt online gegangen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Umsetzung in Online-Formate gegebenenfalls zu leichten Prüfungsbedingungen führen könnte. Stichwort Betrugsmöglichkeiten, Betrugsversuche. Wie ist Ihre Meinung dazu? Natürlich gibt es Statistiken darüber, dass die Betrugsversuche hochgehen. Aber Betrugsversuche haben wir so und so in einer gewissen Rate. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen mehr sein. Es gab auch große Bedenken dagegen innerhalb der Lehrendengruppe, aber ich kann halt sagen, die jetzigen Erfahrungen, also die ersten Erfahrungen zeigen schon, dass bisher wir nicht das Gefühl haben, dass das ein nennenswert großes Problem ist. Auch das andere, was Sie angesprochen haben, dass diese Prüfungen irgendwie banal und einfach sind, nein, das ist nicht so. Die ersten Prüfungsergebnisse, die jetzt vorliegen, zeigen eigentlich, dass wir in dem Notenrahmen geblieben sind, der vorher auch da war. Inwiefern können die StudentInnen denn konkret auf diese neuartige Prüfungssituation vorbereitet werden, sodass ein möglichst reibungsloser Ablauf gewährleistet wird? Für die Erstsemester ist es so, dass wir nicht die Zeit hatten oder nicht die Gelegenheit hatten, Probeklausuren zu machen, die wir normalerweise häufig machen, damit man einfach mal so ein System kennenlernt. Und die fallen dann sozusagen oder springen ins kalte Wasser. Das ist eine Erschwernis, die wir versuchen in anderen Jahren, wo wir das machen können, auch zu vermeiden. Und muss man dann in diesem Fall dann auch so knallhart sagen, okay, das ist den Umständen geschuldet, Pech gehabt sozusagen, dass Sie jetzt gerade das Erstsemester sind zur aktuellen Zeit, oder kommt man da dann in anderer Weise den Prüflingen entgegen? Wir haben die Regelung gesetzt, dass Studierende, wir haben so eine Frist
Geschichte. Also bei uns darf man 5 Semester lang versuchen, eine bestimmte Prüfung zu machen. Das ist eh schon wahnsinnig lang. Aber in diesen Corona-Semestern lassen wir diese Uhr nicht laufen. Das heißt, jemand, der jetzt zum Beispiel das erste Mal in eine Prüfung reingeht und merkt, das kann ich nicht, der kann auch sagen, ich gebe ein leeres Formular ab, dann muss ich zwar diese Prüfung irgendwann nochmal wiederholen, aber das gilt dann nicht als Fehlversuch. Blicken wir auch einmal auf das Positive. Neben der Corona-bedingten räumlichen Entzerrung in der Prüfungszeit, welchen lernbezogenen Mehrwert und Vorteile können denn neuere Online-Prüfungsformate gegenüber der klassischen Präsenzklausur haben? Ja, ich kann mir überhaupt mal überlegen, dass ich vielleicht Prüfungsszenarien entwickle, die stärker auf die Kompetenzen gehen, die in den Lernzielen eines Moduls auch hinterlegt sind. Und oftmals erfordert so eine kompetenzorientierte Prüfung mehr als eine Form von Verfahren. Deswegen sind zum Beispiel schriftliche Klausuren zwar praktisch, aber nicht unbedingt das, was immer zum Ziel führt. Und dann kann ich mir natürlich überlegen, ob ich das Ganze umwandeln möchte in eine Portfolioprüfung, wo man sozusagen während des Semesters bestimmte Kompetenzen schon abliefert oder zeigt, dass man die hat. Und dann sind die Studierenden, haben dann auch nicht nach dem Semester so einen furchtbaren Prüfungszeitraum, in dem es nur darum geht, irgendwas auswendig zu lernen, das wieder von sich zu geben und es hinterher zu vergessen. Das ist es doch. Also ich meine, wenn wir mal einen realistischen Blick darauf werfen, dann sind die klassischen Prüfungsszenarien genau so. Das berühmte Bulimie-Lernen, das heißt, ich versuche mir vor der Prüfung alles reinzuprügeln, was dort abgefragt ist. Ich habe vielleicht günstigstenfalls Fragenkataloge aus den Vorjahren. Es geht überhaupt nichts ums Verstehen, sondern es geht nur darum, irgendwie diese Prüfungsfragen richtig zu beantworten. Und das ist natürlich erbärmlich für alle beteiligten Seiten.